Herzlich willkommen bei Mr. Tipptiger. Heute zeige ich euch, wie man aus einer Papierserviette solch einen Schmetterling falten kann. Dafür können wir wirklich eine ganz einfache Papierserviette nehmen. Und wenn sie auf einer Seite bedruckt ist und auf einer nicht, dann legt die unbedruckte Seite am besten als erstes nach oben. Wir fangen an, indem wir eine Spitze auf die andere Spitze falten und dadurch ein Dreieck erhalten. Jetzt falten wir die Spitze von oben genau auf die Mitte, auf die Kante nach unten. Jetzt klappen wir die beiden Ecken jeweils hoch und falten sie auch an. Danach das Ganze einmal auf die Rückseite drehen. Und jetzt die beiden Spitzen von unten nach oben Richtung Spitze falten. Jetzt das Ganze wieder umdrehen. Und jetzt klappen wir dieses Dreieck nach oben. Und zwar so, dass die Spitze ganz knapp über die Kante hinaussteht. Jetzt das Ganze nochmal auf die Rückseite drehen. Sieht schon ein bisschen wie ein Schmetterling aus. Wenn wir jetzt den Kopf etwas anheben, von der Seite sieht man es ganz gut, und dann das Ganze etwas einfalten auf beiden Seiten, wie eine Kerbe, dann haben wir einen wunderschönen servierten Schmetterling. Die gleiche Falttechnik kann man auch für Origami anwenden. Das sieht dann so aus. Und beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man das Ganze mit einem Origami-Papier macht. Viel Freude beim Nachfalten und bis zum nächsten Mal bei Mr. Tipptiger.